bebe boobie, ben bo 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 bebe boobie. Seit mehr als 2.500 Jahren werden in Frankreich die besten Weine der Welt gekeltert. Leben wie Gott in Frankreich. Der Südwesten Frankreichs bietet für solche Erfahrungen das ideale Terrain. Von der Malerei der Eiszeit bis zu den Kirchen, Klöstern und Kreuzgängen des Mittelalters erschließt sich hier in den malerischen Landschaften zwischen Atlantik und Mittelmeer, dem Zentralmassiv und den Pyrenäen der ganze kulturelle Reichtum des Landes. Die Region vereint ebenfalls einige der ältesten Weinbaugebiete Frankreichs, ist jedoch nicht so bekannt wie Bordeaux, das nicht nur aufgrund der Qualität seiner Weine, sondern auch wegen seiner Lage am Atlantik schon frühzeitig Handelsbeziehungen mit der ganzen Welt eingehen konnte und dadurch berühmt wurde. Unter der Bezeichnung Südwest werden so unterschiedliche Appellationen wie zum Beispiel Bergerac in der Nähe der Stadt Bordeaux oder Madiran am Fuße der Pyrenäen mit insgesamt rund 15.000 Hektar Anbaufläche zusammengefasst. Nirgendwo sonst auf der Welt findet man eine solche Vielfalt autochthoner, also bodenständiger heimischer Rebsorten, die unter den Händen ehrgeiziger, talentierter Winzer ihren jeweils eigenständigen Charakter unverfälscht zum Ausdruck bringen können. Welch eine Fundgrube für Liebhaber individueller Weine mit großer Persönlichkeit und unnachahmlicher Note. Die Region Bergerac ist die natürliche Fortsetzung des Bordelais und kann daher mit den gleichen Voraussetzungen aufwarten. Bei den Rotweinen dominieren natürlich die klassischen Rebsorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Hier sind aber ebenfalls exzellente Weißweine zu finden wie Sauvignon Blanc, Semillon und Muscardel, der vorwiegend zu lieblichen Weinen ausgebaut wird. Die Stadt Bergerac, gelegen am Fluss Dordogne, ist eine verpflichtende Station für jeden Weinkenner auf seiner Reise in die Weingärten Frankreichs. Eine der bekanntesten Personen der Stadt ist niemand anderer als der berühmte Cyrano de Bergerac. Er inspirierte das berühmte Theaterstück von Edmond Rostand, welches seinen Namen trägt. Die Statue, die ihn mit verträumter Miene darstellt, die Nase stolz gegen den Himmel gerichtet, steht im Zentrum der Stadt. Um ein Mythos zu widerlegen, soll erwähnt sein, dass die berühmte Persönlichkeit nicht gaskonischer Abstammung ist und nichts darauf hinweist, dass sie jemals einen Fuß nach Bergerac gesetzt hat. Die Route des Vins de Bergerac ist eine Einladung zu einer Entdeckungsreise durch dieses authentische, gastfreundliche Anbaugebiet mit ca. 130 Winzern, die ihre Leidenschaft gerne mit ihren Gästen teilen. Aus der kleinen Schar qualitätsorientierter Winzer sticht der charismatische Weinmacher Luc de Conti von Château Tour de Gendre hervor. Er produziert hervorragende Weine und das mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. La propriété viticole aujourd'hui comprend 50 hectares de vigne, dont 25 hectares de rouge et 25 hectares de blanc. Nous avons voulu la parité entre les blancs et les rouges, tout simplement parce que les terroirs de la propriété se disposent dans ce sens. C'est-à-dire que je ne fais jamais ce qu'on appelle une plantation économique, je ne fais que des plantations qualitatives. Luc de Conti beweist, wie man mit biologischen Anbaumethoden und im Einklang mit der Natur wahrhaft große Weine produzieren kann. Und über seine Cuvées, die beiden Moulin des Dames, rot sowie weiß, sprechen mittlerweile nicht nur die französischen Weinkenner voller Hochachtung. Prämierungen, wie zum Beispiel vom renommierten Guide Hachette,
mit dem Coup de cœur, seiner höchsten Auszeichnung, bestätigen den Weg, den Luc de Conti eingeschlagen hat. Der Cahors ist ein bekannter Rotwein aus dem Südwesten Frankreichs. Das nach der Stadt Cahors benannte Anbaugebiet liegt im Tal des Loups und umfasst knapp 4500 Hektar. Der größte Teil der Weinberge liegt auf den Kiesterrassen innerhalb der vom Loup gebildeten Mäander. Das Klima von Cahors ist vorwiegend atlantisch geprägt mit heißen Sommern und feuchten Wintern. Im Gegensatz zu Bordeaux ist aber auch der Einfluss des Mittelmeers zu spüren. Der traditionelle Wein von Cahors besteht vor allem aus einer Rebsorte, dem Malbec. Und er ist ein körperreicher, langlebiger Rotwein von tiefdunkler Farbe. 1971 wurde der Region der AOC-Status zuerkannt. Seitdem hat die Region Cahors sukzessive ihren Ruf verbessert. Das beweisen die stark gewachsene Anbaufläche und die hohe Zahl der neu gegründeten Weinbaubetriebe. Die Domaine au Mont Plaisir, gesegnet mit erstklassigem steinigen Terroir, wurde 1997 von Daniel und Cathy Fournier übernommen. Gemeinsam mit Pascal Verheg vom Château du Cèdre, ihrem önologischen Berater, werden Weine von hervorragender Qualität produziert. Alors la taille de domaine c'est à peu près une vingtaine d'hectares. Bon, les cépages c'est bon 90% Malbec, hein, 10% Merlot, un petit peu de Cabernet Franc pour élaborer du rosé. Et là sur les parcelles où on vient de planter du blanc c'est Chardonnay et Viognier. Bon, l'âge moyen, on le situe entre 25 et 30 ans. Hein. Une grosse partie des vignes ont été plantées au tout début de l'appellation Cahors, dans les années 65. Mais le cépage, bon, le majoritaire, c'est le Malbec. Le Malbec est né, je dirais, dans la région de Cahors. Donc, il a été développé dans cette région au départ. Bien sûr, maintenant, il est ailleurs. Mais c'est clair que c'est un cépage qui s'adapte très bien, je dirais, à notre région. Der Malbec für die ausgezeichneten Rotweine der Domaine wächst auf einer Südterrassenlage. Die Bearbeitung erfolgt nach biologischen Richtlinien. Es wird sowohl von Hand als auch mit der Maschine gelesen. Die Weine werden in neuen und gebrauchten Barriques ohne jede Filterung ausgebaut. Von den Medien wird die Qualität der Weine ebenfalls entsprechend gewürdigt, so zum Beispiel von Gourmillot und vom Feinschmecker. Die Appellation Madiran liegt im Herzen der Weinbauregion Südwest und zählt zu den ältesten Weinbaugebieten Frankreichs. Als sich ab 1030 Mönche um den Weinbau im Madiran kümmerten, galt der hier gekelterte Rotwein schnell als Wein der Pilger, die auf dem berühmten Jakobsweg nach Santiago de Compostela zogen. In wenigen anderen Weinbauregionen der Welt hat sich in den letzten Jahren qualitativ so viel getan wie hier, in dieser sanften, bezaubernden Hügellandschaft,
im Herzen der Gascogne. Die Weinberge sind hauptsächlich mit der Sorte Tannat bestückt, die wahrscheinlich von Mönchen aus Bordeaux mitgebracht wurde. Die Rotweine dieser kleinen Appellation sind mittlerweile unter Kennern zu einem Geheimtipp und damit zu sehr gesuchten Tropfen avanciert. Nicht zuletzt wegen der herzschonenden Wirkung ihrer Inhaltsstoffe, wie wissenschaftliche Untersuchungen herausgefunden haben. Frédéric Laplace von Château d'Aydy war einer der Pioniere dieser Region, als die Appellation Madiran 1948 gegründet wurde. Heute liegt das Geschick des Weingutes in den Händen der Enkel von Frédéric. François kümmert sich um die geschäftlichen Belange, Jean-Luc ist der Weinmacher, Bernard managt und Marie führt das Büro, während Vater Pierre sich mehr und mehr zurückzieht, um seinen Kindern freie Hand zu lassen. Steht aber immer noch mit Rat und Tat zur Seite, wo es erforderlich ist. Vor allem bei Weindegustationen steht er im Mittelpunkt. Sa caractéristique majeure, donc, c'est surtout sa particularité due à son cépage, le Tannat. Tannat, vin réputé, cépage réputé pour faire des vins avec beaucoup de structure et surtout beaucoup de tannin et qui servait historiquement comme vin d'assemblage. Aujourd'hui, on a voulu faire de ce cépage justement un vin que l'on puisse consommer, goûter avec ses propres particularités. Le tannat est un cépage qui a beaucoup de fruits, énormément de fruits même, et dont il faut savoir justement mettre en valeur cette qualité. Große Anstrengungen werden unternommen, um exzellente und terroir-spezifische Weine herzustellen. Alte Traditionen werden hier mit moderner Arbeitsweise perfekt vereint, sodass Weine von hervorragender Qualität mit regionaltypischem Charakter produziert werden können. Sie zeichnen sich aus vor allem durch Fruchtigkeit und angenehme Tannine, begleitet von Eleganz und innerer Harmonie.